was wir wollten. Eine Netflix-Neuveröffentlichung der Woche mit einer Besonderheit dabei. Dies ist nämlich der Film, der wohl im Jahr 2021 für Deutschland beim Oscar für den besten fremdsprachigen Film eingereicht werden soll. Und ich würde sagen, er behandelt ein kleines, großes Drama. Es geht um Alice und Niklas, gespielt von Elias Mbarek und Lavinia Wilson. Ein eigentlich gut situiertes, zufriedenes Paar mit einem riesigen Problem. Sie haben einen großen Kinderwunsch, der sich aber nicht erfüllt. Nachdem eine weitere künstliche Befruchtung schiefgegangen ist, beschließen die beiden erstmal den Kopf freizukriegen und Urlaub auf Sardinien zu machen. Dort reisen sie hin und kriegen etwas ungünstige Nachbarn, nämlich eine gut situierte österreichische Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder. Und die kriegen dort nicht nur das bunte Kindertreiben, sondern im Grunde ein Gesamtpaket aus Dingen, die sie sich wünschen, vorgesetzt. Und für den folgenden Satz kriege ich in der Regel immer einen drüber, wenn ich den sage. Das war für mich kein Film, der eine Geschichte oder einen Plot besitzt, sondern der eine Situation bzw. mehrere einfach nur zeigt und schildert und den Zuschauer dort hineinführt. Ich kann das jetzt sagen, ohne jetzt einen großen Seelenstrip dies zu machen, aber das generelle Grundthema ist leider auch mir bekannt. Das ist, wenn man vorhat, schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen und sich denkt, einmal Basic Instinct rein, einmal so richtig und dann passt das und dann auf einmal merkt man, so einfach ist das nicht. Und wenn das dann über einen gewissen Zeitraum nicht funktioniert, beginnen so komische Prozesse, da ist man erstmal verwundert, dann ist man irritiert. Irgendwann fängt auch an, der Druck, die Unruhe und Sonstiges aufzubauen und das kann zu einer extrem belastenden Situation werden. Ich muss sagen, der Film beginnt in einer Situation, die meiner eigenen Situation nicht entsprochen hat. Also im Film haben die bereits die dritte künstliche Befruchtung. Soweit ging es bei mir nicht. Aber diese reine Grundsituation, dass man sich ein Kind wünscht, das aber nicht eintritt, die kenne ich. Und der Film bietet dafür jetzt auch keine Lösung an. Es geht ja nicht darum, dass jetzt hier ein Wundermittel um die Ecke kommt oder irgendetwas oder ein besonderes Ereignis, nachdem die sich mal so richtig leidenschaftlich los... All das geht es nicht. Das ist ja, was ich meine, ich sehe hier keine Geschichte. Ich sehe einfach zwei Figuren, die in dieser Situation stecken und man muss sehen, wie sie damit leben, umgehen und was das für die beiden bedeutet. Es kommt sogar später an den Punkt, wo Elias Mbarek es auch ausspricht und sagt, wir haben einen großen Wunsch, wir müssen uns mit dem Gedanken befassen, dass dieser nicht in Erfüllung geht. Das kann ich jetzt aus einer sicheren Distanz sehen, weil bei mir ist es in Erfüllung gegangen, zum Glück. Aber es gibt bestimmt andere, die das aus einem anderen Blickwinkel betrachten und deswegen rechne ich das dem Film schon hoch an. Der muss nicht unbedingt irgendwo eine Lösung herbeiführen, aber den Zuschauer in diese Lage, zumindest in dieses Gedankengut reinzubringen, das ist das eine. Des Weiteren arbeitet der Film mit etwas, was wir, glaube ich, alle aus dem Alltag kennen. Wir kennen alle Leute im Umfeld, die man irgendwie wahrnimmt, über die man einen gewissen Gedanken hat und wo man auf gewisse Dinge nicht kommen würde. Das heißt, ich habe selber 5 Jahre als Single gelebt in einem Freundeskreis, in dem es schon Familien, Kinder und Sonstiges gab und habe das immer von außen betrachtet und als das pure Glück empfunden, das ich für mich selber wollte. Die Wahrheit ist natürlich, dass es auch in so einem Haushalt mal Stress, Streit, Ärger gibt und dass es den üblichen, na, ich nenne es mal Disput, zwischen einem elternlosen Paar und einem Paar mit Kindern, die wird im Film auch wunderbar gezeigt. Wir haben an einer Szene, da sitzen diese beiden in einem Restaurant und an der anderen Stelle sitzt die Familie mit Kindern und die Kinder machen großen Terror und das kinderlose Paar sagt, ja, die beneiden uns doch wahrscheinlich, die können sich doch nicht mal unterhalten und die Wahrheit liegt ja irgendwo zwischen den Fronten. Und mit diesen Gedanken beschäftigt sich der Film und ist dabei zutiefst ehrlich und realistisch. Und das hat auch den Effekt, dass er nicht nennenswert angenehm ist, weil sehr viele Situationen entstehen, an denen noch nicht mal einer schuld ist, dass diese kinderreiche Familie da neben diesem kinderlosen Paar zufällig wohnt, da können die ja gar nichts für, dass daraus aber eine unangenehme Situation entsteht, ist klar, aber auch eben ohne, dass es einen Schuldigen gibt und ich merke, ich wiederhole mich ständig, dieser Film geht 1,5 Stunden, hat also eine kompakte Laufzeit, hat jetzt optisch, außer ein paar schönen Landschaftsaufnahmen und so weiter, jetzt nicht besonders viel zu bieten, aber braucht es ja auch gar nicht. Er beschäftigt sich mit einem sehr unangenehmen Thema, ist jetzt die Frage, inwieweit man selber damit schon zu tun hatte oder so, und er kommt durchweg unspektakulär, das ist aber positiv gemeint, ohne falsche Schaueffekte und so weiter daher, und hochgradig ehrlich. Und infolgedessen, Film kann sehr viele Emotionen erzeugen, abgreifen und auslösen und hier eben die nicht so schönen. Wenn ich was kritisieren würde, dann ja, es gibt an einer Stelle eine Enthüllung über die Vergangenheit der Figuren, die ich ein bisschen theatralisch eingebaut finde und es läuft auf einen Knalleffekt zum Ende hin, der, er ist ein bisschen drehbuchhaltig und nicht so sehr in der Realität zu verorten, wie ich finde, aber das ist auch schon alles großartig gespielt.
großartig, so ein unangenehmes Thema so aufzubereiten. Und ich hoffe, das Ganze findet auf Netflix seine Zuschauer und auch regt zur Diskussion an. Ich war rundweg zufrieden, wenn auch nicht sehr angenehm berührt beim Schauen und würde das Ding letztlich mit 4 von 5 Punkten absegnen. Wie seht ihr das? Kennt ihr dieses Thema? Habt ihr Erfahrungen und habt ihr Interesse an diesem Film? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao.